Danke, Herr Präsident. Der Beginn dieser kurzen Debatte ist ein Sinnbild für unsere Bundesregierung. Man kann sich nach links wenden, man kann sich nach rechts wenden, es ist einfach niemand da. Es interessiert die Bundesregierung offensichtlich nicht, was hier im Haus besprochen wird. Und was die Klimaministerin macht, wissen wir auch. Die schaut gerade, dass ihre Flugmeilen ein bisschen aufstockt. Sie ist wieder mal in New York und nicht da, wo es eine der größten Energiekrisen des Landes zu lösen gäbe. Sie fliegt lieber spazieren und ich bin überzeugt davon, wenn es wieder retour ist, wird sie in ihr um 140.000 Euro klimatisiertes Büro zurückkehren und wird weiterhin Anschläge, nämlich energietechnische Anschläge auf die österreichische Bevölkerung unternehmen. Das ist der Status quo dieser Regierung, die wirklich von massivem Versagen geprägt ist. Und ich würde mir schon erwarten, dass gerade in solchen schweren Zeiten eine Bundesregierung da ist. Oder der Bundeskanzler ist fort, die Energieministerin ist fort, der Herr Bundespräsident hat nach seinem Begräbnisbesuch dann auch noch eine Woche in New York angehängt. Und das ist die Situation, die wir jetzt vorfinden. Und ich finde es eigentlich sehr zynisch, dass man mit den Menschen hier im Land so umgeht. Die Leute draußen wissen nicht mehr, wie sie jetzt das tägliche Leben finanzieren sollen. Sie wissen nicht, wie sie mit ihren Energievorräten über den Winter kommen. Aber die Bundesregierung chattet durch die Gegend. Und das ist wirklich massiv zu verurteilen. Ich möchte mich jetzt auf die Teuerung beziehen und natürlich ist auch die Energiediskussion ein Teil davon. Und da müssen wir schon das Kind beim Namen nennen, denn diese Teuerung ist etwas, was bereits in der Corona-Krise von der Bundesregierung verursacht worden ist. Einfach dadurch, dass man Betriebe mutwillig geschlossen hat, dass man Betriebe mutwillig in die Kurzarbeit gezwungen hat und dass man natürlich auch den Menschen einen großen Teil ihres Einkommens genommen hat durch die verpflichtende Kurzarbeit, durch entsprechende Quarantäneverordnungen und so weiter und so fort. Das heißt, die Spirale der Teuerung, die hat sich schon vor 2 Jahren zu drehen angefangen und das wissen Sie ganz genau. Sie wissen auch, dass Ihre Maßnahmen in Wahrheit nur Öl ins Feuer waren und dass uns das Ganze teuer zu stehen gekommen ist. 67 Milliarden Euro hat der Rechnungshof bereits jetzt errechnet für die Corona-Krise und wahrscheinlich sind es sogar 100 Milliarden und das haben Sie unseren Kindern und kommenden Generationen aufgebürdet und dafür sollten Sie auch entsprechend schämen. Grundsätzlich muss man aber trotzdem noch einmal sich überlegen, wie es weitergegangen ist, was diese Regierung weiterhin für Schritte gesetzt hat, um diese Eskalation fortzusetzen. Wir haben es heute bereits in der Europastunde gehört, Sie haben an der Sanktionsstraube gedreht. Sie haben sich von der Europäischen Union in einen Wirtschaftskrieg hineintreiben lassen, den wir, sehr geehrte Damen und Herren, nicht gewinnen können. Und wissen Sie warum nicht? Da kann man noch so viele Anträge schreiben und noch so viele Vorhaben planen, dass man Energieplattformen bildet, wo dann gemeinschaftlich Energie eingekauft wird. Das Problem wird ein anderes sein. Die Energie, die wir kaufen müssten, die gibt es gar nicht am Markt. Und das sollte Ihnen irgendwann einmal dämmern, vor allem jetzt, wo es draußen schon ein bisschen kühler wird, sollten auch Sie darüber nachdenken, ob Sie im Winter im Kalten sitzen wollen oder wie Sie mit der Situation umgehen. Momentan dürften alle paralysiert sein und keiner denkt an morgen und das ist eigentlich erschütternd. Es ist zynisch, wenn man sich anschaut, wie die Regierung mit den Menschen umgeht. Sie teilen jetzt einen Klimabonus aus. Sie teilen 500 Euro im Bausch und Bogen an jeden aus, der irgendwie Hallo schreit. Sie teilen 500 Euro an Häftlinge aus und an Asylwerber. Wir wissen nicht einmal, wer diese Menschen sind, die nach Österreich gekommen sind. Wir wissen nicht einmal, ob es vielleicht eine kriminelle Vorgeschichte gibt. Oder das Erste, was sie kriegen, wenn sie da sind, sind 500 Euro in die Hand gedrückt. Und ich würde Sie ersuchen, mal ein bisschen mitzurechnen. Wenn wir heuer davon ausgehen, dass 70.000 Menschen zu uns kommen, dann sind das 35 Millionen Euro, die Sie den Asylwerbern überweisen. Und ich denke, in Zeiten wie diesen hätten wir die 35 Millionen Euro ganz woanders gebraucht, aber ganz sicherlich nicht für Ihre Scheinmaßnahmen, die zynisch sind. Denn Sie wissen ganz genau, dass die Energieteuerung bei den Haushalten zu Mehrkosten von zumindest 1.400 Euro führt. Und mit Ihren 500 Euro haben Sie nicht einmal den berühmten Tropfen am heißen Stein durchgeführt. Aber eine nächste Frage stellt sich bei mir, für mich auch noch im Zusammenhang mit diesem Klimabonus. Warum braucht es denn schon wieder eine GmbH, die diese Auszahlung abwickelt? Warum müssen wir das schon wieder so machen wie bei der COFAG? Warum müssen wir schon wieder eine Blackbox machen, wo am Ende keiner weiß, wo das Geld hinkommt und was mit den Daten dort passiert? Warum bedienen Sie sich nicht einfach der Strukturen, die wir haben? Warum läuft das nicht über die Finanzämter? Das würde ich mir gerne mal von Ihnen erklären lassen. Ich glaube ja, dass da wieder einige Mitpartizipierer gibt, die dann wieder sich nebenbei noch die Taschen füllen. Einmal ist es halt ein Grüner, dann ist es wieder ein Schwarzer, aber sie führen ja ihr korruptives Handeln unendlich fort. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist absolut schändlich. Schändlich ist im Übrigen auch, dass sich gerade der Staat die Taschen
voll räumt mit dem Geld der Steuerzahler, die eh nicht mehr wissen, wie sie tun sollen. Schändlich ist, dass es eine OMV gibt, die zwar auf einer kaputten Raffinerie sitzt, die jetzt gerade dabei ist, unsere strategischen Reserven aufzuzehren. Das werden wir übrigens morgen auch im Hauptausschuss genauer diskutieren müssen, dass Sie und die Frau Gewessler im Speziellen die strategischen Reserven noch vor dem Winter locker machen und wir nicht wissen, wie wir dann über den Winter kommen sollen. Und diese Konzerne schreiben Gewinne wie noch nie. Die Menschen draußen an den Tankstellen wissen nicht, wie sie die Tankrechnungen bezahlen sollen und die Gewinne daraus bzw. die Dividenden, sagt sich der Finanzminister ein, samt der Möst und samt den Einnahmen aus der Mehrwertsteuer. Und so versuchen sie der Krise zu begegnen. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist äußerst zynisch. Und jetzt kommt noch der sogenannte Tupferl auf dem I. Jetzt kommt die Ministerin Gewessler her und die grüne Fraktion, die ja mittlerweile schon frei nach dem Spruch, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt, momentan mit der ÖVP machen kann, was sie möchte. Sie sind drauf und dran, die Menschen wieder zu belasten mit einer CO2-Steuer, die absolut mutwillig eingeführt wird, die absolut fehl am Platz ist. Und ich bin schon gespannt, was sie sich auch wieder für Geschichten einfallen lassen werden, wie sie dann den Menschen noch erklären wollen, dass ihnen das unterm Strich dann nützt. Sie sackeln den Menschen einmal mehr aus, der Sprit wird um 6 Cent teurer werden und das in Zeiten wie diesen. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren von den Grünen, ich verstehe, dass Sie alle an Hunden schauen, ich würde mich an Ihrer Stelle auch schämen. Und genau deshalb, weil wir diese Doppelmoral zwischen den Grünen und der ÖVP auch herausarbeiten wollen, wollen wir natürlich die ÖVP dabei unterstützen, sich auch gegen den Koalitionspartner ein bisschen durchzusetzen. Wir kennen ja, Kollege Haubner, auch die Stimmen aus der Wirtschaftskammer, gerade im Zusammenhang mit der CO2-Steuer. Wir wissen, dass die ÖVP gar nicht glücklich ist mit diesem Zwangsakt, der von den Grünen hier wieder durchgezogen wird. Und genau deswegen wollen wir heute mal Nägel mit Köpfen machen. Wir wollen Sie einmal auch dazu veranlassen, einmal Farbe zu bekennen und zu zeigen, wie die ÖVP jetzt steht. Ob es so ist wie immer, dass die ÖVP das eine spricht und das andere tut, oder ob sie sich jetzt einmal gegen ihren Koalitionspartner, gegen die Grünen, auf die Seite der Menschen stellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und genau deswegen haben wir heute ein Verlangen eingebracht, einen Fristsetzungsantrag, in dem die Abgeordneten Haferlecker und Rauch verlangen. Unter einem wird gemäß § 43 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Nationalrates in Verbindung mit § 47a Geschäftsordnung des Nationalrates verlangt, über diesen Fristsetzungsantrag eine kurze Debatte durchzuführen und dann eine Frist entsprechend zu setzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie müssen jetzt Farbe bekennen. Wir wollen einen sofortigen Stopp dieser CO2-Steuer, dieses CO2-Anschlages, der von den Grünen hier geplant wird. Man muss die Menschen entlasten und nicht belasten. Das ist das Gebot der Stunde. Und ich bin sehr gespannt auf das Verhalten der Abgeordneten hier zu meiner Rechten von der ÖVP, ob sie wirklich nur draußen das Gegenteil von dem sagen, was sie herinnen tun, oder ob sie jetzt, und da müssen sie Farbe bekennen, dezidiert Ja zu zusätzlichen Belastungen der österreichischen Bevölkerung sagen. Das war Christian Haferlecker von der FPÖ.